Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es endlich soweit, die Rückrunde startet. Das heißt, es gibt endlich wieder Ligaspiele. Heute das erste Ligaspiel, direkt ein Derby gegen Ostinghausen, direkt der Nachbarverein. Und bei mir ist es auf jeden Fall ein großes Ziel gewesen, dass ich den ersten Spieltag von Beginn an spiele. Ich hatte für Ostinghausen noch keinen Startelf-Einsatz in der Liga, weil ich ja fast die ganze Hinrunde krank war. Und jetzt endlich das erste Spiel. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Es hat geklappt. Das ist mein erster Startelf-Einsatz gewesen. Vorbereitung auf jeden Fall gut gelaufen. Und warum mir das auch wichtig war, damit ist jetzt die Bezirksliga die höchste Liga, in der ich einen Startelf-Einsatz hatte. Vorher war das nur die Kreisliga A im Herrenbereich. Deswegen schon mal einen Step gemacht. Ich nehme euch direkt mit zum Spiel. Das Geile war, Ruhrkick TV, falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt Link in der Beschreibung abchecken, war vor Ort. Die haben auch das Spiel im Nachhinein kommentiert. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal komplett so. Danach gibt es noch ein kleines Fazit von mir. Und jetzt viel Spaß beim Video. Derby in Ostinghausen. Zu Gast ist die TuS SG Ostinghausen. Beide trennen circa 10 Fahrminuten, ein Buchstabe im Namen und 6 Punkte in der Tabelle. Doch die Hauptgeschichte des Tages, YouTuber Lukas Steinlein, bekannt durch die Freekickers und Lukas Football mit seinem Startelf-Debüt in der Bezirksliga. Er befindet sich ja auf der Road to Pro, dem Weg zum Profi also. Und da gab es ja mal so einen Song, der hat das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Nämlich, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer. Mal sehen, wie steinig die Partie heute. Für seine Mannschaft wird Ostinghausen mit einer besseren Derby-Bilanz gegen Ostinghausen in den letzten 13 aufeinandertreffen. Die Gelb-Schwarzen mit 7 Siegen. Doch zu Beginn dieser Partie ist das Ganze erstmal hart umkämpft. Die ersten Minuten sind dadurch bestimmt, dass man sich in jeden Ball reinschmeißt. Und die große Torgefahr, die kommt noch nicht zustande. Aber vielleicht jetzt mal. Lukas Steinlein, der schnappt sich den Ball für die Ecke. Mal gucken, wie gefährlich die kommt. Und die kommt nicht schlecht, aber Maximilian Koch ist da, streckt da die linke Pranke nach oben. Und das ist auch wichtig, dass er das macht. Niklas Senk in seinem Rücken hat nur darauf gewartet, dass der Ball durchkommt. Und so das Ganze dann relativ ungefährlich, fast so ungefährlich wie diese Standardsituation von Ostinghausen hier. Und Ostinghausen, die machen richtig Druck. Da gibt es richtig Pressure, Steinlein mit dem Außenriss. Und dann kommt der Doppelpass nicht ganz zustande. Steinlein, der wird von Minute zu Minute quirliger, aktiver. Geht da ins Dribbling, der Pass kommt nicht ganz an. In der nächsten Szene dafür der Pass dann etwas besser. Niklas Senk, 0-1, 15. Spielminute. Die TuS SG Ostinghausen geht in Führung. Und Ostinghausens Trainer, der scheint die Sicht auf den Treffer so sehr zu genießen, dass er uns das Bild versperrt. Steinlein in den Folgeminuten immer wieder mit Versuchen, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Und da ist auf der Seite viel zu viel Platz. Die Reingabe, ja, über die legen wir jetzt mal den berühmt-berüchtigten Mantel des Schweigens. Und wenn wir bei der Thematik bleiben, dann sag ich besser auch nichts zu der Szene. Dafür hat dann Lukas Steinlein im Gespräch mit seinen Mitspielern ein bisschen mehr zu sagen. Da wird sich nochmal besprochen und auch kurz die Luft angehalten beim Abschluss von Nihat Erdöl. Das ist die letzte Chance in Durchgang 1. Lukas Steinlein und sein Team nehmen die Führung mit in die Pause und fleißig werden weiter Anweisungen gegeben. Da wird die erste Hälfte schon auf dem Platz analysiert. Das Pausenfazit von uns, die Führung für die SGO geht in Ordnung und nach dem Seitenwechsel können sie fast direkt das zweite hinterherlegen. Piepers, der erste Kontakt, wenn der da besser ist, dann wird das richtig, richtig brenzlig. So gibt es den Eckball und den macht, na klar, Lukas Steinlein diesmal findet dann den Abnehmer und dann wird zurückgelegt auf Kuhnt, der Schuss abgeblockt und der Schuss von Friedrich Böhmer-Schulte, der küsst das Lattenkreuz. So kurz vorm Valentinstag wird dann also noch ein bisschen geknistert zwischen Ball und Latte. Nach 65 Minuten ist dann Schluss für Lukas Football. Geht vom Platz von ihm eine engagierte Partie.
ob es für weitere Startelf-Einsätze reicht. Wir werden sehen. Wir schauen jetzt allerdings erstmal, ob es zur Krönung des Ganzen noch den Derby-Sieg gibt. Gottwald, das ist eine Situation, die müssen sie besser ausspielen. Steinleins angespannter Gesichtsausdruck, der verrät, ey, das wird hier noch richtig eng und richtig, richtig spannend. Wir sind in den letzten Minuten der Partie. Gottwald, der landet weit über dem Tor. Zum Glück steht da ein Fangzaun. Es heißt bibbern, es heißt zittern, bis dann endlich Schluss ist. Aus Oestinghausen Sicht, Derby-Sieg in Gelb und Schwarz. Und die Szenen hier, die brauche ich jetzt eigentlich gar nicht kommentieren. Man sieht und man hört, was das den Jungs da bedeutet. Derby-Sieger Lukas Steinlein jetzt bei uns im Interview. Ja, also allgemein auf jeden Fall ein geiles Spiel. Derby gewonnen, das freut mich und ja, die ganze Mannschaft natürlich sehr. Für mich war es mein erstes Spiel in der Bezirksliga von Anfang an, deswegen auf jeden Fall ein geiles Spiel dafür ausgesucht. Waren viele Zweikämpfe, richtig intensiv, von außen war Stimmung und man muss natürlich sagen, wir hatten in der ersten Halbzeit gut gespielte Angriffe. Einer ist dann auch ins 1-0 durch Niklas Senk geendet, fand ich ein richtig geiler Angriff. Niklas Senk auch stark gespielt. Man muss natürlich dann sagen, zweite Halbzeit haben wir hinten auf jeden Fall den Bus geparkt. 45 Minuten fast, hatten dann noch ein, zwei Konterchancen, aber ich finde, wir haben das defensiv überragend gemacht, wir haben wenig zugelassen und deswegen verdienter Derby-Sieg, macht auf jeden Fall Bock und nächste Woche geht's dann weiter. So, für alle, die sich jetzt fragen, wo waren die richtig großen Highlights in diesem Spielvideo? Es gab einfach keine, es gab gefühlt zwei Torchancen auf beiden Seiten, mega defensives Spiel. Ich habe jetzt auch nicht alle Aktionen von mir in diesem Video drin gehabt, weil es halt eine allgemeinere Zusammenfassung war und ich muss halt einfach sagen, es war für mich auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich habe viel geackert, immer diese defensiven Wege gehabt. Wir haben halt übelst gemauert, vor allem in der zweiten Halbzeit und ich muss sagen, Startelf-Einsatz ist ein Haken dran. Klar, es gibt noch viele Punkte, in denen ich mich auf jeden Fall verbessern muss, kann und vor allem im Offensivspiel noch ein bisschen mehr Aktion. Hoffentlich fallen auch in den nächsten Spielen dann die ersten Tore, die ersten Assists in der Liga für mich, aber trotzdem auf jeden Fall ein geiles Gefühl, von Anfang an endlich mal auf dem Platz gestanden zu haben, der Mannschaft auch helfen zu können. Und ich würde sagen, die nächsten Wochen geht es dann weiter. Danke auf jeden Fall für den ganzen Support. Und ja, für mich ist es jetzt wirklich so, dass ich langsam in diese Spielpraxis reinkomme, jetzt auch in der Liga mal ein Spiel von Anfang an gemacht habe, auch auf dem Platz war und jetzt nicht irgendwie nur zwei Ballkontakte oder so hatte, sondern ich war auch am Spiel beteiligt. Und das ist einfach wichtig für mich, dass ich diese Spielpraxis jetzt reinbekomme und Stück für Stück dann in den nächsten Spielen mir auch immer mehr zutraue, einfach sehe diese Aktion, wo kann ich aufdrehen, ins 1 gegen 1 gehen, auch mal schießen. Und ich denke, dass ich mich vor allem jetzt über den Verlauf der Rückrunde noch richtig steigern werde, dass das am Ende eine richtig geile Bezirksliga-Saison war. Und das ist auf jeden Fall das große Ziel. Danke fürs Zuschauen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.